Hallo und willkommen zurück. Ich glaube, das hier wird jetzt das letzte Spiel der Aufnahmesession. Ich habe nämlich echt die Faxen. Jetzt haben wir jetzt alles verbockt, was wir nur verbocken konnten. Ja. Sieht beinahe danach aus, als wäre es das gewesen. Hauptsache Aue, 17. gewinnt 4-1 gegen uns. Die haben vorher erst zwei Spiele gewonnen. Genau wie Sandhausen. Das gibt's nicht. Das ist alles unfassbar. Vor allen Dingen der Elfmeter, ne? Bei uns wäre es klar rot gewesen. Nein, bei FIFA nicht, beim Gegner nicht. Da ist nur gelb. Oh, ja, jetzt müssen wir erst recht jedes Spiel gewinnen und echt beten. Jetzt muss Union verlieren. Es sind noch sechs Spiele. Davon müssen sie fast die Hälfte verlieren. Ich befürchte echt, dass es noch Ich ein Jahr in der begrüße Sie zweiten sehr Liga herzlich gibt. zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Dann gibt es halt eben Sie nur haben ein sich Jahr genau in der richtig Bundesliga, entschieden. je nachdem, wie wir Mein Name aufgenommen ist Frank bekommen. Fuß, neben mir sitzt Frank Vielleicht sogar Buschmann. echt noch ein Wir zweites. werden Sie durch dieses Spiel Aber das wird begleiten sich dann und wir zeigen. freuen uns auf eine Partie in der So, zweiten jetzt reißt euch Bundesliga. mal wieder Ich zusammen. bin sicher, das wird ein tolles Und vor Spiel. allen Dingen ärgert mich Ein halt eben immer, interessantes wenn die von Ligaspiel für Anfang die an Wolves. wenigstens Das guten sind zwei Fußball spielen Mannschaften, würden, die ne? sich heute Und zeigen wir wollen, keine sich Chance zeigen hätten, würde ich müssen. das alles gar nicht, würde ich, oder was heißt Selbst keine wenn Chance, man aber wenn es Ruhe halt hat, eben zu Hause ausgeglichen wäre, würde ich gar nichts sagen. Er schießt. Aber Der so, wir Torwart machen das war ganze Spiel, die echte machen den Ausgleich Zugwarte und dann tränen die und alle immer voll auf. Eigensituation. Das macht er Ich gleich, hervorragend. ich, Das klar, zeigt ich das, weiß, sie sind durch dass den der Keeper ganz Ausgleich dann energisch beflügelt der oder Mannschaft sowas, ne? folgt. Aber Gute wie die dann auf Aktion. einmal alle Fußball spielen, ist einfach nicht Macht er normal. gut. Ganz energisch. Da kommt die Hereingabe. Aber da Finde ich steht zumindest kein mal. Mitspieler Meiner für Meinung nach diese gibt es halt eben Spiele Hereingabe. bei FIFA, die Die sollst du Chance nicht jetzt gewinnen. vielleicht zum Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber Und sie verliert traurigerweise den spielen wir Ball. echt eine Bombensaison. Sömmitsch. Jetzt wird's gefährlich. Und schaffen es Und nicht jetzt ist der Ball aufzusteigen, das ist geklärt. Wahnsinn. Gibt es erstmal noch Und jetzt gelb. gibt's hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Macht er das gut? Ja. Da ist das erste Tor und das Spiel geht Aber richtig was heißt gut das schon, los. Benes? Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Ja, wir ärgern uns richtig. Ich ärgere mich tierisch, wenn wir hier nicht aufsteigen. Dann kriege ich nämlich echt das große Kotzen. Was macht er draus? Jetzt kann er flanken. Gefährlich. Ja, könnte was werden. Viel mit Auge. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Und jetzt die Chance. Der 2-0. Ball. Nichts zu halten Jetzt geht's hier. auf einmal. Da Ja, haben hat sie FIFA stark uns lang genug kombiniert und dann gefickt. macht er das Tor natürlich auch Oh gerne Mann, ey, das hier wird umgekehrt. so spannend. 19 Tore, Mitrovic. 2-0 steht hier. Sie machen einen Aber wir guten haben es halt eben nicht Eindruck. mehr in der Hand und das ist so traurig. Seguin. Wir müssen echt hoffen. Also gegen Hannover, denke ich mal, verliert Union. Abseits. Es wurde Da nicht müssen zu sie früh nur noch ein Spiel gestartet. verlieren. Irgendeins. Ich glaube, Sie das hier wird müssen spannend bis zum unbedingt letzten punkten, Spieltag. Buschi. Ja, so langsam wird es eng. Viele Spiele bleiben nicht mehr. Das wird ganz, ganz schwierig, den Abstieg zu verhindern. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Kein Tor. Da blocken Sie den Ball Fürth war gar nicht in der gerade Tabelle noch ab. dabei. Ich weiß gar nicht, was die jetzt hier eingeblendet haben. Es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet. Denn er hört ja auf, Buschi. So schade das auch ist, er hat sich entschieden. Aber da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er. Jetzt schießt er! Fällt das Tor doch noch! Da ist er drin, ein tolles Tor! Komischerweise, jetzt klappt alles. Und genau so musst du Oh reagieren. Der ja. Ball frei nach der Parade. Und dann nutzt er die 20 Chance Tore. und macht das Tor doch noch. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3 zu 0. Na, das ist schon mal gut. Weißt du, aber die anderen, die wo hinten dran stehen, hinter Greuther Fürth, bei denen, na gut, die spielen um den Abstieg, das ist klar, aber ich könnte mich trotzdem tierisch ärgern. Mitrovic, Posip-Trimic, jetzt vielleicht. Gute Aktion vom Keeper, hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich, absoluter Rückhalt, so wie jetzt ist.
Gute Aktion. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Die Ecke kommt. Da können sie erstmal klären. Kann er was draus machen? Christiansen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wir müssen echt hoffen, dass Union Punkte kommt lässt. Jetzt die Flanke rein. Macht er gut. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Christiansen. Miloš Pantovic. Jetzt wird's gefährlich. Gutes Tackling auf außen. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Seguin. Da wäre jetzt Platz. Ja, könnte was werden. Chance zur Flanke jetzt. Nee, da kommt keiner dran. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Sie machen das Tor. Das wird ihnen gut tun. Aber das Ergebnis bleibt eindeutig. Da ernst. Diesem Treffer steht es nun 3-1. Ja, ja, zum Glück haben wir schon 3 Tore geschossen. Guaida. Wird das seine Torchance? Ja, das sieht gut aus. Rick van Drongelen. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Aue uns 4-1 abgeschossen hat. Was macht er draus? Da komme ich echt noch nicht drauf klar. Drimic. Gute Aktion. Das Traurige ist halt eben echt, dass die, ich glaube, alle Torschüsse in der zweiten Halbzeit hatten. Sie verlieren den Ball. Nach der Folge muss ich aber echt die Aufnahmesession beenden, sonst kriege ich hier noch einen Herzinfarkt. Gefährlich! Jetzt der Vorstoß. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Dirmic. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Klasse Flanke. Die erste Hälfte war klasse. Freiburg führt 2-0. Aber viel wichtiger ist, was machen die anderen? Wechsel mal ein bisschen die Verteidiger durch. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Oh, Herr im Himmel. Ich weiß, dass ich kein guter FIFA-Spieler bin, aber sowas ärgert mich halt eben nicht. Wenn du das ganze Spiel machst und dann wirst du innerhalb von ein paar Minuten komplett zerlegt. Dirmic. Hätte auch nichts gebracht, wenn wir da 3-0 geführt hätten. Wir hätten trotzdem gewonnen. Schönes Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Klasse Pass. Und jetzt der Schuss. Ja, das war abseits. Gott sei Dank. Ah, der war ein bisschen. Oh, was war das? Toll, da laufe ich einmal nicht hinterher und heute mit dem Fuß. Caligiuri. Abseits. Kann er was oder nein? Machen? Oh, Caligiuri spielt jetzt bei Polter Fürth. Super Aktion, gut geklärt. Ballgewinn, gefährliche Position. Gute Chance. Oh, da trifft er die Latte. Und da ist der Ball wieder weg. Oh, hatten wir wieder Glück. Das wäre es jetzt gewesen. Ich glaube, wenn der jetzt reingegangen wäre, dann wäre es gerade schon wieder vorbei gewesen. Miloš Pantovic. Ja, könnte was werden. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein... Himmel, ey. Bring mal noch Babacar rein. Ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Wir sehen, es gibt eine Umstellung. Sie bringen einen neuen Mann. Warten wir mal ab, Abstoß. Ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Eieieiei.
Zweimal muss Union verlieren. Anders geht's nicht. Zweimal verlieren oder einmal verlieren und zweimal unentschieden. Aber ich glaube, das gönnt uns FIFA nicht. Das gibt jetzt Abstoß. Nein! Oh, Gott sei Dank. Seguin. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Josip Drmić. Macht er gut. Guter Vorstoß jetzt. Und die Situation geklärt. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Gefährlich. Ball ist unterwegs. Guter Boah, Aktiv noch abgefälscht. Da zum Ball. Das war knapp. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt. Rick van Drongelen. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird's eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Christiansen. Guter Vorstoß da jetzt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Ja, und jetzt ist der Spieler mit der Hacke, anstatt sich zu drehen. Na, das wäre es vielleicht doch ein bisschen gefährlicher geworden. Sieht gefährlich aus. Jetzt vielleicht. Wahnsinn, er hält ihn. Die Ecke kommt rein. Man bedenkt, was wir für Spieler haben eigentlich. Ich komme immer noch nicht. Deshalb muss ich auch die Aufnahme-Session beenden heute. Ich komme immer noch nicht darüber klar. Jetzt aber 4-1. Ein Mann frei. Und das Tor. Da macht er alles richtig, trifft den Ball gut mit dem Kopf. Das nenne ich mal gutes Timing. Lukas May. Oh, das erste Zweitligator. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Gute Aktion. Miloš Pantovic. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Defensiv machen sie es gut. Oh, er kommt ja noch dran. Das gibt's gar nicht. Ich habe schon abgeschaltet. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Super Aktion, gut geklärt. Flanke jetzt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Das war eng, aber er hat ihn. Da geht er gut in den Zweikampf. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt ist gefährlich. Schöner Ball auf Mai und das muss er jetzt eigentlich machen. Und jetzt die Chance. Und den macht er. Doppelpack Mai. Da setzen sie noch einen drauf und spielen es hier, und das finde ich gut, konsequent zu Ende. Lars Lukas Mai. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Warum nicht in den letzten 2 Spielen so, hä? Seguin. Warum mussten wir uns so ficken lassen? Reguläre Spielzeit ist vorbei, 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Chance zur Flanke jetzt. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Gutes Tackling. Jetzt abseits. Da ist der Ball drin. Nix ist es mit dem Treffer. Fahne ist oben. Ah, den Treffer hätte ich ihnen auch noch gegönnt. Richtige Entscheidung vom Assistenten. Green. So. Und das war's hier. Das war's. 5-1 gewonnen. Wir sind wieder da. Aber auch wieder ein Schuss, Freiburg hat gewonnen, Pauli, jetzt kommt es halt eben auf Union an,
Union muss zwei Spiele verlieren. Ey, das hier wird zu spannend. Das ist gar nichts für mich. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff. Mai hat heute zwei Tore gemacht und den Sieg geholt. Grandioser Auftritt von Mai. Ja. Ja, wir sind. Oh, toll. Ich hatte schon wieder das Ihnen Gleiche. Na, egal. So. Oh, Union hat natürlich gewonnen. Das gibt's alles nicht. Müssen noch ein Jahr in der zweiten Liga rumdümpeln. Na, könnte ich faulen. So, mit der Verteidigung waren wir fertig. Dann fangen wir das nächste Mal wieder mit dem Sturm an. Ich mache gerade nur ihn noch hoch. So, Mai ist hoch. Mitrovic. Oh, Mitrovic ist eine Stufe hoch. Einwandfrei. 84. Ich könnte so schimmeln. Und Union hat verloren. Gegen wen? Gegen Darmstadt. Geil. Oleg, es wird zu spannend. Oh, es wird zu spannend. So, Freiburg und 3-0 gewonnen. Hannover hat auch nur unentschieden gespielt gegen Heidenheim. Oh, jetzt patzen die auch noch auf den letzten Metern. Na gut, die sind auch schon. Obwohl, Freiburg kommt dran. Also da wird es auch nochmal knapp um die Meisterschaft. Vier Punkte. Und bei uns, oh, das hält ja kein Mensch aus. Wir spielen jetzt gegen Bochum. Oh, und Braunschweig hat auch wieder einen Punkt geholt. Immerhin hatte Bochum gegen Sandhausen gewonnen. Und Sandhausen gegen Uerdingen. Aber was wichtiger ist, Union hat gegen Darmstadt verloren. So, wir spielen jetzt gegen Bochum. Hannover gegen Bielefeld. Freiburg gegen Aue. Und danach spielt Union gegen Braunschweig, naja. Aber egal, wenn wir, wie gesagt, wenn wir jetzt gewinnen, sind nur noch 3 Punkte und sie müssen noch gegen Hannover ran. Wir spielen jetzt gegen Bochum. Also Sandhausen hat sich da unten ordentlich rausgeschossen, auch wenn es noch spannend. Nein, bleibt nicht. Nein, dürfte jetzt eigentlich fast entschieden sein. Osnabrück, Aue. Eieiei. Darmstadt. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir nur noch 3 Punkte hinter Union. Die spielen jetzt nächste Woche, wie gesagt, gegen Braunschweig. Und dann, oh, dann spielen wir schon gegen Hannover. Dann spielen sie gegen Heidenheim. Und das letzte Spiel ist gegen Hannover. Nein, das letzte Spiel ist gegen Pauli, ist aber auch nicht so einfach. Also es bleibt spannend. Es bleibt richtig spannend. Vier Spieltage nach dem hier, wenn wir gewinnen. Wir müssen gewinnen gegen Bochum. Da geht nichts dran vorbei. Und dann sind es noch vier Spieltage und 3 Punkte. Und wenn sie gegen Hannover verlieren und wir gewinnen alles, dann können wir es echt noch schaffen. Ist das hier so spannend? Das kann mir gar keiner erzählen. Und Mitrovic kann tatsächlich noch Torschützenkönig werden. Oh Mann, ey. Das ist nichts für meine Nerven. Spannung bis zum Schluss. Na, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann müssen wir, wie gesagt, gewinnen.